schießt mich sowieso. Ich habe nämlich... Danke, danke. Schweif. Ja, ja, genau das hatte ich nämlich auch vor, weil hier nämlich der Schweif oder Schwanz des Drachen. Ich habe mir eigentlich sagen lassen, dass das ein Trake ist, aber kein Dragoon, also eine unterklassifizierte Art für einen Drachen. Nämlich ein Trake und nicht ein Drache ist. Klingt zwar ein wenig kompliziert. Aber naja, ich probiere mal mein Glück. Deswegen habe ich mir auch vorhin viele Pfeile geholt. Oh oh. Oh oh, ist der jetzt böse? Ja, ich glaube, er wollte dann auch angreifen, aber da ich ja hier in Sicherheit bin. Hoffe ich zumindest. Da, er greift glaube ich an, kommt und verschwindet wieder. Aber wie viel Leben hat das Vieh eigentlich? Es lohnt sich doch glaube ich nicht hier den ganzen Tag zu stehen, oder? Ich werde noch mal kurz gucken, was prüfen. Wenn ich jetzt hier hingehe. Er speit doch noch mal neues Feuer, wie ich mir gedacht habe. Hat doch gleich brav mal alle Zehnseits gerissen. Wow, 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 wow. Und erneut, er spaltet er jetzt unentwegt. Au, sollst du hier nicht jetzt permanent einen auf Burning Man machen? Ich glaube, du bist sauer, weil ich dich leicht angekitzelt habe. Oh, Kartoffel. So. Und ein neues. Nein, du kriegst mich nicht. Ich hoffe mal, das reicht, ihn so besiegen zu wollen. Ich glaube, das ist der größte Fehler, den man machen kann, wenn man auf der Brücke steht und das Vieh angreift. Dann ist es, denke ich mal, tot hoch 500.773. Ich probiere auch mit Tastatur zu zielen, also bitte nicht wundern, wenn ich immer so komisch zielen tue. Ich habe leider keinen Controller, den ich am PC anschließen kann. Zumindest, wenn ich wüsste, wie und woher ich einen Adapter bekäme, könnte ich ja, denke ich mir mal, einen PlayStation-Controller oder auch einen N64-Controller anschließen, damit das Zielen leichter wird. Aber ich glaube, ich werde hier an der Stelle das mal weiter probieren. Ich habe ja noch 285 Pfeile und ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch geht. Ich mache an der Stelle einen Schnitt bis zu dem Zeitpunkt, wo das Vieh dann endlich mal stirbt oder ich es aufgebe wegen Pfeilmangel. Bis gleich.
Ja, geschafft. Das hat mich ja eigentlich, wenn man mal auf die Pfeilanzahl guckt, doch gar nicht mal so viel Zeit gekostet. Und ich habe immer noch massig Pfeile übrig. Und naja. Ich weiß nicht, sterbe ich, wenn ich jetzt hier hochgehe? Ist er einfach nur abgehauen? Ach, verstehe. Au, hat mich doch noch erwischt. Ich finde es ja auch eigentlich immer ganz toll, wenn die Entwickler sowas einbauen, dass man da die Möglichkeit hat, sowas zu machen. Schade, dass er nicht gestorben ist. Was habe ich da eigentlich bekommen? Würde mich doch mal glatt interessieren. Gerades Drachenschwert. Hat weniger Gewicht, aber nur ein wenig weniger Schaden. Also 220 zu 200. Kann man sich doch mal angucken. Finde ich. Ein schönes Schwert. Das finde ich doch klasse. Muss nur mal gucken. No, scheint auch leichter zu sein. Besser zur Handhabung. Jetzt sieht das andere. Wenn ich das jetzt nur noch durch Scherben aufwerten kann, ist es natürlich derzeit besser als wie das andere. Schwarzer Ritter Großschwert. Ja, das kann ich ja nur mit speziellen Materialien aufwerten. Also warum nicht? Aber ich kann den Drachen ja immer noch ärgern. Vielleicht bis er komplett aufgibt. Das war irgendwie... ja. Schlecht gelaufen. Ganz schlecht gelaufen. Ich werde das wieder meinen anderen Plan verfolgen. Mit dieser Feuerseele da meinen Flakon verstärken. Wenn ich es wirklich am Anfang richtig verstanden habe, dass das geht. Bei der Frau. Ich weiß es aber auch nicht, ob es bei jedem geht. Ich könnte eigentlich gleich mal... Doch, ich guck mal fix beim Schmied, ob er das auch verstärken kann. Vielleicht kann er das ja auch. Muss ich nicht extra bis zum Anfang laufen. Aber vielleicht ist es ein spezielles Feature im Spiel, dass man das nur bei wenigen bestimmten Personen machen kann. Aber frag ihn, kostet ja nichts, ne? So, Waffen, Rüstung, Ausrüstung, Gegenstände kaufen, reden, verlassen. Hm, da kann. Er kann es nicht verstärken. Also, sage ich noch, bis demnächst. So, mein beschmiedender Freund. Na, da ist noch das Tor zu. Ja.